Hallo und willkommen zu einem Mod-Spotlight zu der Mod Totemic. Die Mod Totemic ist im Grunde eine Mod, die uns so richtig in das Indianerleben einführt. Bedeutet, wir haben viele Rituale, wir haben Totem, wie die Mod auch schon sagt, und wir spielen ganz viele Instrumente. Dazu haben wir auch ganz plötzlich neue Tiere und auch eine neue Holzart. Ich beginne zuerst mal mit dem ganz Simplen, und zwar mit den Totem, da die Mod ja Totemic heißt. Es gibt viele verschiedene Arten von Totem. Diese Totem bekommt man, indem man erstmal dieses Totem Wildling Knife holt. Dafür muss man dann einfach nur Holz nehmen. Ich würde das Ganze jetzt einfach mal übers Kreativ nehmen. Und hier hinsetzen. Wenn wir jetzt das Ganze hier haben, könnt ihr auch sehen. Moment, wir fahren da nochmal drüber. Da steht Totem Base drauf. Wenn wir Shift-Rechtsklick machen, dann können wir wechseln. Und wir können jetzt beispielsweise sagen, okay, wir machen hier das Totem Base hin, das muss natürlich ganz unten sein. Und darüber können wir dann eben die Effekte drauf machen. Das ist jetzt ein Totem Pool Bat. Prinzipiell könnt ihr euch merken, dass die Effekte maximal gemacht werden, wenn ihr davon drei an Höhe habt. Bedeutet, ihr habt jetzt drei an Bat und dann habt ihr das als Maximum. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den nächsten Effekt wollt, Blaze, dann könnt ihr das Ganze hier drauf stapeln und könnt das dann hier genauso nutzen. Oder ihr macht das ganz banal und setzt das Ganze hier wieder neu hin. Das ist natürlich auch möglich. Und jedes Totem hat einen eigenen Effekt. Bedeutet, wir können es ja mal in der Masse aufstellen. Zuerst müssen wir wieder zurückgehen zum Anfang. So. Wir stellen es jetzt einfach mal so in der Reihe auf. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das reicht. So, dann machen wir das mal hier überall drauf. Setzen da nochmal Blöcke darüber. Ich glaube, zum Veranschaulichen reicht auch eins aus. So, dann machen wir da Bat drauf, dann kommt da Blaze drauf, dann Buffalo, Cow, Enderman, Horse, Ocelot, Pig, genau, Rabbit, Spider, Squid, Wolf und das soll das sein. Genau, damit wären wir durch. Und wenn wir jetzt hier stehen, könnt ihr sehen, wir haben hier ganz viele verschiedene Effekte. Allerdings haben die nur eine Reichweite von 3 Blöcken. Das ist nicht ganz so viel. Um euch die Effekte mal zu erklären, gibt es auch ein schönes Buch. Hier könnt ihr alles nachlesen. Hier könnt ihr zum Beispiel das Ganze durchlesen. Da steht eben dran, wenn ihr Bat als Effekt habt, dann habt ihr keinen Fallschaden. Und ihr könnt besser springen. Bei Blaze habt ihr Feuerresistenzen. Bei einem Buffalo könnt ihr schneller Blöcke abbauen. Bei der Kuh habt ihr mehr Resistenzen gegen Schaden. Allerdings werdet ihr dadurch auch langsamer. Bei einem Enderman habt ihr Night Vision, was ziemlich praktisch ist. Kann aber auch teilweise sehr nervig sein, weil die Reichweite ja sehr gering ist. Ein Horse gibt euch zum Beispiel einen Geschwindigkeitsboost. Ocelot haben einen Riesenvorteil, denn damit könnt ihr euer Haus schützen. Dadurch werden Creeper-Explosionen geschützt. Ein Schwein gibt euch nur Glück. Ein Rabbit bringt euch zum höheren Springen. Spider hat einen extrem coolen Effekt, den zeige ich euch mal. Normalerweise können wir ja da nicht hochgehen. Beziehungsweise nehmen wir mal hier eine Wand. So, da können wir normalerweise nicht hochgehen. Ihr seht, wir laufen da gerade hoch. Also ihr habt wirklich den Effekt von einer Spinne. Dann habt ihr noch die Squid, wodurch ihr unter Wasser atmen könnt. Und ihr habt Wolf, was euch mehr Stärke gibt. Und diese Effekte haben wir jetzt alle drin. Allerdings haben wir da das nächste Problem. Wie gesagt, Reichweite sind 3 Blöcke. Um das Ganze zu verhindern, gibt es hier dieses Medicine Bag. Da könnt ihr zum Beispiel hier Shift-Rechtsklick machen. Nehmen wir jetzt mal irgendeinen Effekt, der uns gefällt. Machen wir mal Enderman, da können wir es am besten erkennen. So, wir nehmen den Effekt. Ihr seht, das füllt sich jetzt auf. Alles gut. Jetzt machen wir mal Nacht. Time set night. Ich hoffe, es spawnen keine Monster. Ihr seht, wir können gut erkennen. Und jetzt fängt es an zu flackern. Und die Night Vision ist gleich aus. Noch 3 Sekunden. Hier könnt ihr auch sehen, da hat es sich ein bisschen gefüllt. Okay, jetzt ist es leer. Wenn wir jetzt aber Shift-Rechtsklick machen, dann öffnet sich das und wir bekommen im Normalfall Night Vision. Und die hält dann eben eine längere Zeit. Ich glaube, es waren immer etwa 5 Minuten, wie dieses Teil hält. Und wenn wir das offen haben, wird es eben genutzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder hinlaufen, dann lädt sich es auf, obwohl es offen ist. Und damit haben wir diesen kleinen Vorteil, dass wir viele Effekte bei uns tragen können und über eine lange Zeit haben können. Allerdings, wie gesagt, 5 Minuten danach ist es leer. Das soweit dazu. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Denn die Totem sollten jetzt, glaube ich, soweit erklärt sein.
Wie gesagt, ihr braucht dafür eben euer Knife. Es gibt Rituale und für die Rituale brauchen wir Instrumente. Darunter haben wir zum Beispiel die Flöte, die Drum, die Windchime, das ist so ein Windspiel, eine Rassel, eine Kleidung, die eben ja, Geräusche von sich gibt und eine besondere Flöte oder Whistle war schon, ja. Genau, jedenfalls, diese Items können wir alle nutzen. Jeder hat natürlich eine verschiedene Eigenschaft, deswegen zeige ich das Ganze mal vor. Wir fangen an mit der Flöte. Diese hier, die können wir übrigens später noch verzaubern. Ihr hört, wir haben jetzt ein interessantes Flötengeräusch. Und ihr habt auch gesehen, da kam gerade eine Animation. Genau, und damit können wir eben Töne von uns geben. Das Ganze wird später für die Rituale benötigt. Dann gehen wir direkt weiter zur Drum. Die Drum ist persönlich mein Lieblingsinstrument, denn damit können wir sehr einfach arbeiten. Ihr müsst die einfach nur hinstellen und Rechtsklick machen, aber mit der Hand, ganz wichtig. Ja, hat aber einen Cooldown. Bedeutet allerdings, wenn ihr mehrere hinstellt, dann könnt ihr ganz leicht Musik spielen. Und das gibt uns später, weil wir nur eine gewisse Zeit für ein Ritual haben, gibt es uns ziemlich Vorteile. Das nächste wäre die Windchime. Die hat übrigens eine wichtige Eigenschaft, die viele nicht wissen. Diese Windchime, die kann man natürlich nur an Dinge aufhängen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel ganz banal aus Stein, keine Ahnung was, aufbauen. Hier das ranhängen. Aber so ist es nicht richtig. Also es funktioniert. Das gibt einfach so Geräusche während einem Spiel, während einem Ritual. Allerdings, Moment, ich glaube Shift-Rechtsklick war es, genau. Allerdings haben wir einen Nachteil. Diese Windspiele, die sind viel, viel besser, wenn wir es an Blätter hängen. Deswegen würde ich euch prinzipiell immer raten, wenn ihr irgendwo Bäume habt, setzt das Ganze einfach an Bäume ran. Oder baut die Blätter ab und setzt es neu hin. Denn da sind die effektiver. Und ihr seht auch schon, die wackeln. Ja, und arbeiten. Super. Ich glaube, ich mache es mal weg, sonst wird es ein bisschen nervig für uns. Okay, nächstes ist die Rattel. Die Rassel. Mit der können wir eben ein bisschen rumrasseln. Wunderschön. Jingle Dress ist jetzt eben ein interessantes Kleidungsstück. Das können wir anziehen. So als Hose, genau. Und jetzt sollten wir bei Bewegung Musik machen. Ihr seht's? Wir machen dadurch Musik. Was bedeutet, wir stehen irgendwann an Ritualen dran und tanzen umher, damit wir Musik machen können. Okay. Das passt auch soweit. Und ansonsten haben wir diese Eagle Bone Whistle. Diese Eagle Bone Whistle, die ist allerdings ein bisschen wertvoller. Wunderschön. Die hat nämlich die Eigenschaft, dass wir die erst ganz am Ende herstellen können, indem wir später einen Monster spawnen. Dann kommen wir auch zu den ersten Ritualen, würde ich sagen. Ich packe dafür mal die meisten Instrumente weg. Wir brauchen ja irgendwo ein bisschen Platz. Um ein Ritual auszuführen, brauchen wir prinzipiell eins dieser Totem. Würde ich einfach mal sagen, wir behalten hier unser Horst-Totem. Bringt uns da ein bisschen Vorteile. Wir hätten die anderen auch theoretisch stehen lassen können, aber ich wollte einfach ein bisschen Übersicht. Ja, ihr seht schon, die Night Vision verfliegt gerade. Wobei, die kommt ja gleich wieder. Ja, und da ist sie wieder. Ich schalte es. Achso, nee, ist sie nicht. Ich leg's mal weg. Okay, fangen mit dem ersten Ritual an. Die erste Zeremonie. Das wäre der War Dance. Der War Dance braucht eben zwei Drums. Und damit sollte das starten. Dafür müssen wir Shift-Rechtsklick machen und ihr seht, funktioniert. Und wenn wir jetzt Rechtsklick machen, kein Shift-Rechtsklick, ganz wichtig, dann seht ihr, wir kommen hier nach oben und können damit eben uns boosten. Wir haben eben die gewisse Zeit und ihr seht, wir schaffen das. Auch ohne weitere Instrumente. So, und jetzt haben wir hier einen Boost. Speed 2, Strength 2. Damit wäre das erste Ritual erledigt. Das nächste Ritual wird leider komischerweise kaum erklärt. Das wäre das Flötenritual. Da wird nämlich nichts angezeigt. An sich müsste man eigentlich nur die Flöte hier nehmen. Aber ihr seht selbst, das ist ein bisschen merkwürdig. So, da bin ich wieder. Wie ihr gerade sehen könnt, ich bin gerade mittendrin. Abbrechen kann ich das so leider nicht. Dafür würde es ein Item geben und das wäre das Totemix-Stuff. Damit können wir beispielsweise hier Informationen auslesen. Genau, hier könnt ihr sehen, Effekt. Und hier könnt ihr eben sehen, da ist gerade keine Zeremonie drauf. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zweimal mit der Flöte spielen, mit Shift-Rechtsklick, ganz wichtig, dann aktivieren wir das Ganze.
Und jetzt könnt ihr eben sehen, damit sollten wir das Ganze abbrechen. Okay, teilweise funktioniert das wohl doch nicht. Wie dem auch sei, wir spielen jetzt kurz. Ihr merkt, das geht ganz schnell. Wir haben ja nebenbei sogar noch unsere Kleidung an, daher boosten wir das so oder so. Durch unsere Bewegung, das ist mir vorhin gar nicht mehr eingefallen. Und wir schaffen das, komm, wir haben es fast. Oh, das wird knapp. Haben wir es jetzt nicht geschafft? Ah, Mist. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Ich stelle noch ein paar mehr auf. Wie gesagt, wenn ihr ganz viele Drums aufstellt, habt ihr eigentlich den größten Vorteil. Das ist ein Riesenboost. Komischerweise will es jetzt nicht mehr. Okay, ihr seht, jetzt haben wir diese verzauberte Flöte. Die hat eine folgende Eigenschaft. Wir können damit Monsterherz locken. Ihr seht's, hat zwar ein bisschen gebraucht, aber es funktioniert. Villager kann man damit übrigens auch anlocken. So, klebt die jetzt noch an mir? Oh, die klebt immer noch an mir. Okay, Instrument weggelegt, jetzt könntest du mich in Ruhe lassen. Also, damit wäre dieses Ritual auch erledigt. Nächstes ist der Buffalo Dance. Damit können wir Buffalos herstellen, wenn man das so nennen kann. Dafür brauchen wir eben unser tolles Instrument. Ich würde dafür einfach mal hier einen Baum hinstellen. Einen Fake-Baum. Würde da Blätter ranhängen. Ihr habt wahrscheinlich noch nie so einen hässlichen Baum gesehen, aber das ist ja in Ordnung. Und da würde ich dann diese Teile ranhängen. Diese Windchime. Okay. Haben wir ein paar? Wunderschön. Die sollten jetzt eigentlich auch loswackeln. Okay. Aber prinzipiell haben wir jetzt alles dafür. Jetzt gibt es nur eine wichtige Sache. Wir haben doch gerade unsere Flöte gemacht. Damit können wir einfach mal hier die Kuh herholen. Die muss nämlich bei uns sein währenddessen. Die sollte am besten nicht weghauen. Ich würde es mal ganz kreativ machen. Kannst da runterkommen. Nicht? Na, ich dann häuse. Ja, okay. Erstmal mache ich geschwind Tag. Wir haben auf jeden Fall jetzt unsere Kuh bei uns. Und jetzt müssen wir das Ritual machen. Das war, wenn ich das richtig gesehen habe, genau, Drum und Windchime. Shift-Rechtsklick, Shift-Rechtsklick. Ihr seht, ist gestartet. Dann müssen wir einfach nur unser Ritual machen. Das geht diesmal auch ganz gut. Bisher zumindest. Ja. Okay. Ja gut, unser Rezept ist egal. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen kleinen Buffalo. Der ist zwar nicht ausgewachsen, aber prinzipiell haben wir da unseren Buffalo. Und der droppt uns später Items, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel müssen wir auch dieses Medizin Bag machen. Und dafür bräuchten wir in dem Fall Buffalo Hide. Das ist halt die Haut von dem Tier. Das geht so sonst gar nicht. Okay, damit wäre das auch schon mal gemacht. Das nächste Ritual wäre zum Beispiel Regentanz. Ob sowas benötigt wird, kann man jetzt drüber streiten. Ich selbst brauche im Normalfall keinen Regen. Ja, aber man kann auch den Regen entfernen über dieses Through-Zeremonie. Ihr habt aber, glaube ich, schon ganz verstanden, wie das funktioniert. Ich kann es dann nochmal zeigen. Wir nehmen das jetzt mal hier. Shift-Rechtsklick, Shift-Rechtsklick und das Ganze wäre wieder gestartet. Also könnten wir so wieder unser Ritual machen und es würde dann eben anfangen zu regnen. Aber prinzipiell, ich denke, ein Regentanz ist nicht unbedingt wichtig. Es ist aber sehr authentisch, denn früher haben Indianer auch Regentänze gehabt. So, und jetzt sollte es gleich anfangen mit Regnen. Es ging sogar sehr schnell. Okay, um den Regen loszuwerden, müssen wir dann eben dieses Ritual machen. Dafür brauchen wir nochmal die Flöte und es ist, glaube ich, genau andersrum diesmal. Okay, dann beeilen wir uns, damit der Regen schnell wieder weg ist. Okay, das ist manchmal doch schwerer als erwartet. Es tut sich gar nichts mehr. Das finde ich gerade nicht gut. Okay, ich würde das Ganze für euch skippen und mache das nochmal. So, Ritual wäre damit erledigt. Was ich jetzt sagen muss,
Das Problem ist auch teilweise, wenn ihr ein Instrument zu oft nutzt, dann kann das bei großen Ritualen nicht funktionieren. Deswegen solltet ihr dann auch ab und zu mal die Instrumente wechseln. Okay. Jedenfalls, jetzt kommen wir zu einem Ritual, das uns sehr hilfreich sein kann. Das dient zum Wachsen von Dingen, aber auch für eine bestimmte Holzart, die wir freischalten können. Und zwar Red Cedar. Dafür brauchen wir eben Holze oder Bäume um uns herum, beziehungsweise Setzlinge. Dafür würde ich jetzt einfach mal ganz viele Setzlinge um uns stellen. Das ist vollkommen egal, was es ist. So, einmal hier, einmal da. Natürlich hoffe ich jetzt nicht, dass alles auswuchert. Aber ihr werdet gleich sehen, damit wachsen eben Dinge schneller. Auch Eier werden komischerweise ausgebrütet. Okay, dafür brauchen wir die Rassel und die Totemic-Drum. Also machen wir das Ganze. So, Prinzip kennt ihr ja. Da können wir ab und zu mal spielen. Okay, damit haben wir es schon fast. Okay, der hat uns zwar direkt noch ein Ritual gestartet, aber ihr könnt hier jetzt sehen, wir haben Red Cedar Sapling. Und der ganze Boden glitzert ganz schön grün. Und da ist auch schon ein Baum gewachsen von denen. Da werde ich euch gleich die nächste Sache zeigen. Dieses Red Cedar Wood benötigt man natürlich öfter mal. Ah, das könnte jetzt eigentlich mal aufhören. Okay. Wir können damit, mit diesem Bark Striper, können wir das Ganze wegmachen. Und damit haben wir Strip Red Cedar Wood. Dadurch bekommen wir einfach mehr Holz, wenn wir es verkraften. Oder wir können es zu Charcoal machen. Wäre eine Möglichkeit. Okay. Damit wären schon mal die wichtigsten Rituale gemacht. Es gibt jetzt nicht mehr viele. Es gibt noch den Eagle Dance. Der Eagle Dance hat eben die Eigenschaft, dass der Parrots umwandelt. Diesen Bald Eagle, wie ich schon bereits gesagt habe, den brauchen wir ja. Später kommt auch noch ein ganz besonderes Ritual. Hier wird leider, ja, ihr könnt sehen, mit einem Wind Chime und einer Rattle das gemacht. Aber wir brauchen jetzt Parrots. Die hole ich mir jetzt einfach mal spontan. So. Wir hoffen mal, die bleiben auch hier. So ein bisschen tropisch. Okay, wunderschön. Also, ich habe es wieder vergessen. Genau, Chime und Rattle. Ach so, Rattle. So, und damit starten wir das Ganze. Und wenn es fertig ist, sollte sich eigentlich das Ganze umwandeln. Wir haben es gleich. So, ihr seht, jetzt haben wir hier einen Bald Eagle. Der ist eben für uns relevant. Wenn wir den töten würden, würden wir diese Knochen rausbekommen, woraus wir uns diese Eagle Bone Whistle machen könnten. Ja, und die hat eben nochmal besondere Kräfte. Mit der ist man halt einfach stärker. Okay. Das nächste wäre der Sundance. Der Sundance hat eben die Eigenschaft, dass man dadurch die ganze Zeit geschützt ist vor Schaden und geheilt wird. Und ich glaube, alles drumherum wird auch geheilt. Allerdings muss man dabei fast sterben. Ihr seht, wir brauchen dabei auch die Eagle Bone Whistle, von daher passt das Ganze sehr gut. Bedeutet, wir nutzen die Drum und das hier. Und jetzt können wir das ganze Ritual machen. Aber das ist halt schon wieder eine Nummer schwerer, dafür muss man das natürlich regelmäßig machen. Ich denke, die Mischung ist gar nicht schlecht. So. Aber es wird schon sehr schwer. Und immer schön laufen. Also für mich ist es noch eine schwere Sache. Da kann ich übrigens sagen, Multiplayer, super Sache. Wenn ihr das Ganze mit anderen macht, dann könnt ihr natürlich davon profitieren. Ah, wir haben es geschafft. Okay. Ihr konntet natürlich nicht sehen, wie wir gerade fast gestorben sind, aber ihr seht, wir haben jetzt Absorption für 5 Minuten, Regeneration haben wir drin, dadurch werden wir wieder aufgeheilt. Ich wäre normalerweise fast gestorben an diesem Ritual, aber wie gesagt, wir sind im Kreativmodus, daher schlecht zu sehen. So, und das letzte Ritual, das ist eine Nummer mehr, da brauchen wir Windchime und Eaglebone Whistle. Ich würde dafür nochmal ein bisschen upgraden.
Denn ich habe absolut keine Ahnung, ob wir das schaffen werden. Wir werden es natürlich probieren, so gut wir können. Dieses Ritual, das verlangt schon ein bisschen mehr. Also kommen hier noch ein paar von diesen mehr hin. Okay. Hier können wir auch noch gerne welche hinsetzen. Und hier. So, ich denke, wir sind ausgestattet genug. Das sieht auch sehr wunderschön aus. Dafür haben wir jetzt, genau, Windchime und Eagleborn Whistle benötigt. Also zuerst das und das. Noch halten wir uns gut, aber ihr wisst ja, je öfter ihr was nutzt, desto schlechter wird's. So, wir haben es gleich. Ah, das ist schon eine schwere Nummer. Okay, wir haben es. Damit wäre das Chime of Death. Und nun spawnt hier dieses Monster, der Bycock. Dieser Bycock ist eigentlich ein starkes Monster mit seinem Bogen. Und den müssten wir nun bekämpfen. Wir haben den Vorteil, wir sind gerade im Kreativmodus, also tut er uns gar nichts. Dann hauen wir den schnell zu Tode. Tut mir sehr leid, Bycock. Und der droppt dann eben auch eine besondere Waffe. Denn dieser Bycock, der droppt uns einen Bogen. Und dieser Bogen, der hat verhältnismäßig mehr drauf als ein normaler Bogen. So, da ist er. Der hat eben die Eigenschaft, dass er mehr Schaden macht. Und auch ein bisschen schneller nachlädt. Ja. Wir brauchen wieder Tag. Dafür soll es eigentlich auch ein Ritual geben, aber gibt es leider nicht. Viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen zu dieser Mod. Wir haben uns jetzt mal alles angeschaut, was es hier so gibt. Es gibt natürlich noch Kleinigkeiten wie das Tipi. Das Tipi ist einfach nur ein Ort zum Schlafen, braucht allerdings viel Platz. Ich kann es dir mal zeigen, hier. Das ist das Tipi, legt man sich hin und schläft. Und es gibt eben diese Torch. Diese Torch hat einfach nur ein bisschen einen Indianer-Style, wie man sagen kann. Die Helligkeit soll auch ein bisschen weiter sein als von einer normalen Fackel. Aber das ist soweit alles zu dieser Mod. Ich hoffe, ich konnte euch die Mod gut genug erklären. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hallo nochmal. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne ein Abo da. Auch ist mir deine Meinung sehr wichtig. Daher teilst du mir mit einem Like oder Dislike mit. Ansonsten findest du hier noch mehr Videos, die dir gefallen könnten.